Ich weiß aber eben beispielsweise auch, was für ein gravierender Unterschied das ist. Zum Beispiel so ein Lebkuchenhaus, ja, so ein Pfefferkuchenschloss mit Kindern, ja, herzustellen, anzufertigen, die in so einem Geisteszustand sind, wie viele Kinder der OCG beispielsweise. Natürlich gibt es da auch andere Gemeinschaften. Oder eben, ich arbeite gern mit diesen Kindern, ich habe sie gern, ich habe sie lieb, aber eben der Kontrast dazu. Oder eben mit solchen Kindern, die in so starker Bedrängnis stehen, bedingt durch die familiäre, häusliche, gesellschaftsbedingte Situation und Lebenslage und die eben nicht so in diesem geistigen Zustand leben und ja, die da so viel Mangel und auch schon Verletzungen mit sich rumtragen. Und das ist nun mal einfach auch Wahrheit und Realität, die man nicht leugnen sollte. Warum?